Nach dem Versuch von Schülern und Lehrern, nach einem Amoklauf in einer Highschool ein Waffenverbot zu erwirken, gibt es jetzt sowas wie einen ersten Lichtblick. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's. Nahe Chicago wurde vor wenigen Tagen eine ungewöhnliche richterliche Anordnung ausgesprochen. Ein Jugendlicher darf fortan keine Videospiele mehr spielen, die gewalttätige Handlungen beinhalten. Der Grund dafür? Er äußerte sich unangemessen auf Snapchat mit den Worten: "Ihr solltet alle die Klappe halten wegen den Schulamokläufen, sonst mach ich einen." Dazu soll der 16-Jährige ein brutales Videospiel gespielt haben. Da sich ein Schulkollegen Sorgen machte, verständigte dieser die Polizei. Der 16-Jährige wurde festgenommen und musste eine Nacht hinter Gittern verbringen. Anschließend wurde er einem Richter vorgeführt. Dieser verordnete ihm Hausarrest. Und das war auch noch nicht alles. Seine Eltern müssen dem Verurteilten sein Smartphone abnehmen und obendrein darf er während des gesamten Hausarrests keine Videospiele mit gewalttätigen Inhalten spielen. Laut diversen Medien habe ein Sprecher der Staatsanwaltschaft das Urteil bestätigt. "Ich bin kein Experte für Videospiele, aber ich weiß, dass man in solchen Games miteinander kommunizieren kann", so der Sprecher. "Es ist eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme." Klingt leicht so, als ob der Sprecher die richterliche Anordnung runterspielen möchte. Denn es wirkt so, als würde man jetzt versuchen, den Grund der hohen Zahl an Vorfällen, in denen Schusswaffen zum Einsatz kommen, von der Waffenlobby auf Videospiele zu schieben. Oder von der anderen Seite betrachtet, versucht man nun verfrüht einzugreifen, um eben Schulamokläufe zu vermeiden. Ob man schlussendlich Videospiele dafür verantwortlich machen sollte, bleibt dabei außer Frage. Ja Leute, sollte man in solchen Fällen eingreifen, bevor Schlimmeres passiert, oder findet ihr, dass das Strafmaß zu hart ist? Würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Schreibt's in die Kommentare. Ja Leute, da sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt's doch mit euren Freunden und lasst doch mal einen Daumen nach oben da, tut auch gar nicht weh. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.